So, meine Lieben, hallo und Jedes Mal. herzlich willkommen zurück. So, das ist jetzt das Intro, es wird an mich gecuttet. So sieht das halt aus mit Ronald, wenn man ein Intro starten will. Wird bestimmt ein lustiger und ja, ein guter Podcast, den ich mir spontan, ich bin spontan auf die Idee gekommen, mich mit dem Ronald hinzusetzen und heute hier, ja, ein Podcast zum Thema Coaching und generell würde ich es auch Hilfe annehmen bezeichnen. Und vorab möchte ich kurz euch sagen, weil ich bekomme immer mal wieder Nachrichten. Gestern hatte ich zum Beispiel noch einen Kunde, die letzte Session, der so, boah, ich freue mich voll auf den Podcast von Ronald und dir. Und ich saß dann da so und habe so gesagt, ja, das wird im Moment noch nichts. Wir haben beide einfach extrem viel zu tun. Es ist nicht komplett abgesagt, es wird irgendwann kommen. Aber im Moment ist das halt von beiden Seiten ein bisschen zu viel. Es kommt aber. Deswegen machen wir heute hier eine spontane Podcast-Folge, um euch schon mal so ein bisschen Vorgeschmäckle zu geben von uns beiden. Und ja, an erster Stelle natürlich, wie geht's dir, mein Lieber? Bei mir ist alles gut. Vielen, vielen Dank. Ich hatte ja gestern meinen ersten Corona-Test. Das war auch eine Erfahrung in dieser Zeit. Und ja, aber alles gut, alles negativ. Tat weh. Ich durfte es selber machen. Das war so ein Schnelltest, so ein Schnell-Antigen-Test. Und Streber, wie ich natürlich bin, habe ich mir das Ding völlig tief in die Nase reingerammt. Also das Testergebnis ist schon sehr zuverlässig, glaube ich. Okay, crazy. Ja, ich habe tatsächlich noch keinen gemacht, aber mal wird in Zukunft wahrscheinlich immer mehr kommen. Ja, wir werden heute über ein Thema sprechen, was, ich sag mal so, es eigentlich immer mehr kommt. Ja, ich merke es da selber auch an meinen Kunden, die teilweise auch mittleren Alters sind. Oder für mich ist es immer so besonders, wenn Kunden auf mich zukommen, die so alt sind wie meine Eltern, weil ich mir halt so denke, ich könnte es mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass meine Eltern so offen sind, irgendwie übers Internet sogar noch ein Coaching zu machen. Finde ich das immer so, wow. Mit 50, 55 da diesen Weg zu gehen, finde ich einfach spannend. Aber es ist ein Thema, was trotzdem immer sehr speziell ist und gerade auch im Internet so einen miesen, komischen Beigeschmack teilweise hat, sodass ich mir teilweise vor 2,5 Jahren gesagt habe, nee, also ich möchte mich nicht als Coach im Internet präsentieren und ich will auch nicht diese Bezeichnung haben. Da habe ich irgendwann gemerkt, was soll ich sonst sagen? Weil das, was ich mache, ist im Endeffekt darunter zu bezeichnen, habe dann irgendwann über den Schatten gesprungen, weil ich gemerkt habe, hey, es ist gar nichts Schlimmes. Jetzt erstmal so die Frage an dich. Warum denkst du, hat das irgendwo so ein, ja, wenn man das manchmal hört, dass Leute sagen, na ja, nee, sowas brauche ich ja nicht oder das ist ja viel zu komisch. Also ich glaube, Coaching hat, vielleicht sind wir da auch mittlerweile in so einer Bubble drin, weil du und ich, wir bilden uns ja permanent weiter und beschäftigen uns generell mit dem Thema Coaching sehr viel. Vielleicht ist das auch so eine Bubble, in der wir uns da gerade befinden. Aber grundsätzlich unterläuft dem Begriff Coaching so eine Art DSDS-Phänomen, will ich es mal nennen. Ja? Du musst nicht viel können, ja? Du bist einfach nur mal auf einer Bühne. Nutzt diese Bühne für dich und bist automatisch danach reich und berühmt. Ne? Und Coaching hat halt durch die Möglichkeiten der Digitalisierung letztendlich die Chance, in Anführungsstrichen, aus jedem, in jeder Nische mit kleinstem Equipment, mit kleinstem Budget einfach eine Audience zu geben, die, wenn du sie halt nicht irgendwo organisch dir beschafft hast, einfach durch Paid-Content besorgen kannst. Ohne dass du wirklich vorher, und Coaching ist ja nun mal kein geschützter Begriff, ohne dass du im Vorfeld irgendeine Form von Qualifizierung nachweisen musst. Und ich glaube, diese Chance ergreifen so viele Leute aus falschem Antrieb, nämlich aus Monetieren, dass halt einfach viele Ergebnisse bei Kunden auch ausbleiben. Und wenn die Ergebnisse ausbleiben, sind natürlich die Leute sauer, es entsteht eine Abwärtskommunikationsspirale und das Coaching ist im Verruf. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte. Ich unterstelle das jetzt einfach mal, dass die meisten ist falsch, aber dass viele den monetären Antrieb sehen, wenn sie Coaches werden wollen und gar nicht so sehr, was kann ich eigentlich bei meinen Kunden bewirken? Ja, wie kann ich helfen? Ja, und das hat sich, glaube ich, ziemlich, ziemlich verkehrt. Ja, also. Ja, das ist ein guter Punkt, aber ich glaube auch, ist mir gerade auch direkt in den Kopf gekommen, dass es auch das Thema generell Influencen, ich finde das Wort eigentlich nicht so passend, aber na, jeder kann ja auch sagen, okay, ich mache mir jetzt ein Instagram-Profil, ich ziehe mir einen Anzug an oder ich fange an, mich zu schminken oder egal in welcher Nische. Und kann anfangen damit. Und das ist natürlich, was man auch in der Finanzbranche zum Beispiel sieht,
dass teilweise einfach nicht mehr der Fokus auf den Mehrwert liegt, sondern der Fokus auf den Affiliate-Link XY und es einfach nur noch darum geht, die Leute irgendwas zu beschmeißen. Und beim Coaching ist das natürlich nochmal eine höhere Stufe. Und da gebe ich dir absolut recht, dass das mein Einwand auch früher war, weil ich teilweise, ich habe damals sogar mal ein Video gemacht auf YouTube, wo ich also öffentlich auch gesagt habe, boah, da hatte mich auf einem Event, das war die Entrepreneur University 2019, weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, kenne ich. Das war so mein erstes Event, war ich sogar alleine, ja, weil damals hatte ich noch nicht so ein großes Netzwerk. Und dachte mir so, cool, da kann man netzwerken und so, war richtig hyped und es war auch eine echt coole Zeit, es waren 2 Tage. Aber es war teilweise so pitchy einfach, wo Leute, wie gesagt, dieses Klischee mit dem Anzug auf mich zukamen und mit mir gesprochen haben. Und ich dachte so, hey, cool, Leute interessieren sich für mich. Und nach 2 Minuten im Gespräch direkt, ja, hier ist ein Coaching, hier für den Betrag, willst du das machen? Und ich dachte, wow, das habe ich mehrmals da erlebt. Da wurde ich auch ein bisschen davon enttäuscht und habe mir auch gedacht, die Coaches, das sind alles so Leute, die einfach auf einen zukommen mit einem Vertrag und sagen, komm, wir machen das jetzt irgendwo. Der Fehler liegt aber im Endeffekt an einer kleinen Sache, dass man halt nur Leute ansprechen sollte, die Bedarf haben. Weil damals hatte ich das Geld einfach nicht dafür und ich hatte auch nicht die Interesse, da irgendwas zu machen. Und ich wusste auch gar nicht, was sie mir da anbieten. Und da hatte ich tatsächlich auch so eher, habe ich immer Abstand gehalten von allem. Ne? Sei es auch ein Infoprodukt oder so. Ich habe wirklich, war sehr, sehr skeptisch, was das Ganze angegangen ist. Ja. Das war bei mir gar nicht so sehr ein großes Thema. Also ich habe mich sehr, sehr delfinisch in die Dinge reingestürzt und habe sie einfach mal ausprobiert. Gut, meine ersten wirklich bezahlten Coachings, an denen ich teilgenommen habe, die waren dann auch direkt im Immobilienbereich. Mhm. Und da ist alles andere waren halt so Weiterbildung oder Studium natürlich ganz klar. Ne? Das hört ja sowieso nie auf, das Lernen lebenslang. Aber das erste wirklich, wo ich dann eine höhere Summe auch investiert habe, das war im Immobilienbereich. Und da war mir von Anfang an klar, dass ich ja sowieso mit hohen Summen halt auch zu tun haben werde. Und wenn ich nicht mal sozusagen für mich in der Lage bin, diesen Mini-Betrag, das waren glaube ich irgendwie knapp 4.000 Euro, halt in eine Weiterbildung zu stecken, ja, die mich dazu befähigt, danach schneller voranzukommen, direkt größere Projekte zu stemmen und einfach mehr Sicherheit für meine Investmententscheidung zu haben, dann wäre ich im Immobilienbereich sowieso falsch aufgehoben gewesen. Ja, das war mir relativ zügig klar. Ich wusste ganz genau, welches Ergebnis ich haben möchte. Ja, und das ist deswegen auch so wichtig, weil wenn du dich für ein Coaching entscheidest oder wenn dich ein Coach anspricht, dann versucht er dir ja sozusagen die Abkürzung zu liefern, wenn es ein guter Coach ist. Mhm. Ne? Dich dahin zu bringen, wo du hin willst. Aber dafür muss es dir ja erstmal klar sein. Mhm. Und das war mir damals klar und deswegen habe ich überhaupt keine Sekunde gezögert, in diese Weiterbildung auch zu investieren. Also so ist mein Weg der Kontaktaufnahme mit Coachings. Ja. Ja, also ich habe auch keine schlechte Erfahrung gemacht. Das war halt nur diese Events teilweise, wo ich halt dachte so, wo das, was du am Anfang gesagt hast, sich eigentlich herauskristallisiert hat, ne? Dass dann Leute sich so irgendwie im C&A einen Anzug holen und dann da den Experten machen. Ne? Wenn du am Anfang stehst, ist es halt sehr schwer zu unterscheiden, was sind jetzt die Menschen, vor allem auf einem Event, wer ist jetzt wirklich der Experte und wer sind vielleicht die Leute, die einfach nur abschließen wollen und irgendwelche Umsatzziele da einräumen. Das ist natürlich am Anfang schwierig, aber ich glaube, der Punkt, wie man Menschen finden kann, die Gutes wollen oder die auch zu dir passen, ist einfach, folg den Leuten einfach und schau erstmal, was sie kostenlos anbieten. Da wird man relativ schnell bemerken, meiner Meinung nach, wo ist heiße Luft hinter und was sind Leute, die Ahnung haben und die auch zu dir passen, die authentisch sind, meiner Meinung nach. Also mittlerweile sehe ich schon teilweise heute, du kennst es ja selbst, du hast ja sogar so ein Video eingeführt bei dir auf dem Kanal, ich bekomme regelmäßig tatsächlich so Anfragen, man kennt sie, ne, diese Sprachnachrichten. Dann brauche ich nur auf das Profil zu klicken, da kriege ich schon Gänsehaut, weil es einfach so unauthentisch aussieht. Ich verstehe nicht, wie Leute dann da folgen können, weißt du? Und das, also man bekommt irgendwann ein Gefühl dafür, meiner Meinung nach. Ja, da stimme ich dir zu 100% zu. Das ist halt, ich will es mal so als Angela Merkel oder als Politikeffekt bezeichnen. Die Politiker, die hatten ja früher so von der
von der Wertigkeit des Jobs, ne, in den Augen der Bevölkerung, ne, beziehungsweise von wem vertrauen die Menschen am meisten, waren ja früher die Politiker relativ weit unten angesiedelt. Ne? Es war undurchsichtig, was die gemacht haben den ganzen Tag. Es war einfach ein mieser Job und so weiter. Die tun nichts für mich und so weiter und so fort. Heute hat sich das gewandelt. Ne? Heute ist das der Job, in dem du dir gar nichts Schlechtes mehr leisten kannst. Weil egal, was ein Politiker sagt, innerhalb von Sekunden kannst du es als Nutzer googeln und weißt im Endeffekt ganz genau, erzählt die Person dort irgendeinen Mist oder aber ist das die Wahrheit sozusagen, was die Person da erzählt. Ne? Und das, diese Transparenz, die du da heute im Markt halt einfach hast, ja, die überträgt sich alle Branchen. Deswegen, also wer auf, sagen wir mal, Coaches oder auf Themen schimpft, dem stelle ich an der Stelle einfach, dass er oder sie einfach zu faul war, sich vorzubereiten. Ja, das ist, egal was du erzählst im Aktienbereich oder ich im Immobilienbereich, ja, das kannst du innerhalb von Sekunden googeln. So, das heißt also, jede Information ist ja heute praktisch für jeden überall verfügbar. Mhm. Und das ist ja auch nicht der Wert des Coachings. Der Coach bewertet dann im Endeffekt, ob das, was an Informationen verfügbar ist, auf deine Situation passt. Und das ist eine Sache der Erfahrung und auch der persönlichen Interessen. Hat meines Erachtens auch nichts mit dem Alter zu tun. Ja? Du bist mir Lichtjahre voraus beim Thema Aktien. Lichtjahre, das werde ich niemals aufholen, weil es nicht mein Kerngeschäft ist. Also es ist völlig egal, wie alt jemand ist. Ja? Performance Marketing und wie die ganzen Sachen heißen heutzutage, sind ja nur noch mal eine weitere Ausprägung dieser Geschichte. Das ist so spezialisiert heutzutage, dass du das doch gar nicht mehr bewerten kannst, was du liest. Oder was du konsumierst. Und das ist der Wert sozusagen des Coaches, den du da vor dir sitzen hast, dass der das für dich einordnet und dich dorthin bringt, wo du hin willst. Mhm. Und du als Mentee oder Coachee, der sich dafür entscheidet, hast im Vorfeld immer die Möglichkeit, dir die Person anzugucken, Videos zu konsumieren, kostenlosen Content. Und wenn dir die Nase passt, ja, dann geht dir der Inhalt ja auch ganz anders rein. Das heißt also, wenn sich jemand beschwert, oder stelle ich ihm einfach, oder wenn jemand rumtrollt in irgendwelchen Chats, wir kennen das ja beide, dann hat er sich nicht genau mit der Person beschäftigt. Ja? Mhm. Also insofern, du kannst heutzutage gar keine Fehlentscheidung in dem Bereich mehr treffen. Nee, so sage ich eigentlich auch. Geht gar nicht. Nee, also das erste Punkt ist eigentlich, dass wenn du jetzt irgendwie eine Dienstleistung findest im Bereich Immobilien, Aktien, Gesundheit, es gibt ja mittlerweile alles, und du findest jemanden, wo du keine Kundenstimmen siehst, wo du einfach keine Referenzen siehst, wo du vielleicht ein Gefühl hast, dann kannst du dich halt für jemand anders entscheiden, wo du halt merkst, okay, da sind halt, also ich habe es mal durchgezählt, allein auf Instagram habe ich über 50 Feedbacks, noch mehr, dann auf den Webseiten. Man kann sogar, wenn man total skeptisch ist, mit Kunden reden. Ich bin aus dem Nichts raus, kann ich dir Kontakte mit meinen Kunden geben. Und dann kann man sich das eben anschauen. Das ist das, was ich eigentlich auch immer sage. Schau nicht drauf, was der Coach erzählt über sein Coaching, sondern guck einfach die Kunden an, was haben sie erreicht und willst du vielleicht auch einen ähnlichen Weg gehen? Das ist auch das, was ich persönlich mache, weil es kann sogar sein, beispielsweise war ich auch ja in Berlin im Oktober und es kann sein, wenn ich mir den falschen Arzt für meine gesundheitlichen Sachen raushole, dann wird es zu keinem Resultat kommen. Wenn es ein richtig guter Arzt ist, wird er mir sagen, okay, das können wir nicht machen, da kann ich dir nicht helfen. Es gibt aber genug Coaches da draußen, die sagen, nehme ich mit. Ja? Aber dann sind es eigentlich die Schuld von beiden Seiten. Du musst eigentlich in deiner Eigenverantwortung sein und halt überlegen, welcher Mensch kann dir da auf deinem Weg helfen. Und helfen ist eigentlich auch so ein Stichwort, wo ich glaube, dass es teilweise gar nicht um Coaching an sich geht. Ja? Weil grundsätzlich, was ist Coaching? Es ist eigentlich nur jemanden von A nach B bringen sozusagen, um es mal ganz kurz zu fassen. Und viele Leute sagen, nee, ich möchte selber von A nach B kommen und ich möchte mir da nicht helfen lassen. Ob es Aktien ist, Immobilien ist, ob es Gesundheit ist, ob es Abnehmen ist. Es sind viele Leute, die sagen, nee, ich kriege das schon selber auf die Reihe. Und den Leuten sage ich dann immer, warum hast du es bisher noch nicht gemacht? So, wenn du heute dick bist und zu viel Gewicht hast, dann erzähl mir nicht, dass du es alleine machst, weil sonst wirst du jetzt nicht dick sein. Ja, und Da frage ich mich halt immer, natürlich kannst du viele Sachen alleine machen, aber wenn du, und das ist auch das, was man halt immer, beispielsweise, wenn man jetzt ein Fitness-Coaching nehmen würde, könnte man dann sagen, es gibt so viele Sachen auf YouTube, Übungen, die gucke ich mir an. Ich habe zum Beispiel, also ist jetzt kein Blödsinn, ich habe zum Beispiel Knieschmerzen. Natürlich könnte ich jetzt sagen,
ich versuche, die jetzt selbst wegzukriegen, indem ich mir jetzt auf YouTube Sachen anschaue. Weiß ich dann aber, ist das die richtige Übung? Stimmt vielleicht was mit meiner Ernährung nicht? Ja, habe ich vielleicht sonst irgendwas? Also reales Beispiel von mir, ich habe zum Beispiel eine Schilddrüsenerkrankung. Hätte ich durch YouTube-Videos nicht rausfinden können, ja? Wäre ich nicht zum richtigen Menschen gegangen. Aber ich glaube, das Ego steht dann oft den Leuten im Weg, weil die sagen, nee. Also mir kommt das nicht in die Tüte, mir überhaupt von jemand anders etwas sagen zu lassen. Ja, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht eigentlich, dass eine andere Person deine Situation viel besser beobachten kann und sehen kann, okay, das ist der Schritt. Und im Endeffekt, meiner Meinung nach, du hast ja auch gesagt, du hast jetzt da 4.000 Euro bezahlt. Ich glaube, dein teuerstes Investment im Coaching war ja 10.000 Euro. Für manchen hört sich das viel an, aber im Endeffekt, wenn du die Zeit mal rechnest, die du bräuchtest, um das alles, was du geschafft hast, alleine zu erreichen, wäre es meiner Meinung nach teurer als das, was du bezahlt hast. Vielleicht kannst du es da sogar bestätigen. Ich weiß es ja bei dir nicht, was du da das ist. Das ist ja der absolute Punkt. Naja, nehmen wir doch mal, ich meine, also es weiß ja jeder, dass wir zusammenarbeiten. Mhm. Daraus haben wir nie ein Geheimnis gemacht. Und nehmen wir mal alleine die Konstellation an. Ne? Also ich gucke mir ja auch immer an, was für ein Ergebnis möchte ich haben. So. Deswegen haben wir angefangen zusammenzuarbeiten, weil ich genau weiß oder wusste, ich habe da eine Lücke. Die wollte ich für mich schließen. Mhm. Und das, was da bereits jetzt schon rausgekommen ist, nach dieser kurzen Zeit der Zusammenarbeit, wiegt ja die Kosten schon auf. So, alleine, nehmen wir mal wirklich den realen Wert. Der ist ja schon aufgewogen nach der kurzen Zeit. Und jetzt potenzieren wir das mal, dadurch, dass ich weiß, wie es funktioniert, in die Zukunft. Das heißt also, das, was es gekostet hat, kann ich jetzt mit den Fähigkeiten duplizieren und noch mehr vervielfältigen, bis zum geht nicht mehr, weil ich jetzt das Know-how habe und umgesetzt habe. Und das ist ja sozusagen der Wert des Coachings. Ne? Letztendlich ist es ja ein Stück weit Entscheidungs-Outsourcing. Ne? Ich bin hingekommen mit einer semiklaren Vorstellung, die hast du in mir präzisiert, sodass ich wusste, wo ich hingucken muss künftig. Und darüber sozusagen haben wir meine Ziele definiert, die ich jetzt konkret abarbeiten kann. Mhm. Ja, ohne dieses Coaching wüsste ich ja nicht mal, was ich für Ziele habe. Ja, ich will mal ein Depot haben. Ja gut, aber was denn? Aus welchen Titeln denn? Welche Titel passen denn überhaupt zu mir? Das wüsste ich ohne gar nicht. Und insofern ist Coaching für mich halt auch Entscheidungs-Outsourcing. Ja? Das ist für mich eine extreme Abkürzung von A nach B. Ja, und für die bin ich extrem bereit, Geld zu zahlen. Ja? Also mittlerweile ist ja mein Jahresinvest fünfstellig in Coachings. Mhm. Ne? Das erste Invest, das waren 4.000 Euro. Mhm. Und das hat sich danach potenziert, weil ich einfach gesehen habe, okay, da möchte ich eine Abkürzung. Hier will ich den leichten Weg. Ne, vielleicht mache ich es mir damit auch ein bisschen zu einfach und vielleicht entgehen mir dadurch bestimmte Sachen. Das ist mir aber völlig wurscht, weil ich brauche immer nur 1-2 Wege, die funktionieren. Zum Beispiel ist das auch ein Punkt, warum ich mich für das Investment rein in Wohnimmobilien, Mehrfamilienhäuser entschieden habe. Ich wirst du sehr wahrscheinlich niemals eine Wohnung außerhalb des Eigennutzes kaufen sehen. Einfach, weil ich mich dafür entschieden habe. Entgehen mir dadurch viele Geschäftsgelegenheiten? Absolut, natürlich. Ist mir aber völlig egal, weil das, was funktioniert, wird einfach abgearbeitet. Genauso war es in der Zusammenarbeit mit dir. Genauso entscheide ich halt einfach auch bei vielen anderen Dingen, dass ich mich einfach auf die Dinge fokussiere, die andere Menschen schon funktioniert haben und jetzt Next Level und dies erreicht haben, bei ihren Coaching-Teilnehmern die Ergebnisse zu erzielen. Und das ist ja der Punkt. Ich bin ja ein Beispiel. Ne? Also wer mich anspricht, dem lege ich ja offen, ne? Also was wir da auch erarbeitet haben. Mhm. Und das ist ja, das kann sich ja jeder angucken. Ne? Jeder kann ja Kunden von irgendwem anrufen. Ne? Und absolut. Insofern ist das für mich einfach eine riesen Abkürzung, ne? Coachings zu machen. Ich werde damit doch nicht aufhören. ich mache es ja selber auch in allen möglichen Bereichen, weil ich das einfach, also ich könnte es mir gar nicht vorstellen. Ich wüsste auch nicht, also nehmen wir mal, das Thema Gesundheit ist bei mir halt das Aktuellste so gewesen, oder sei es auch im Business, ich wäre lange nicht da, wo ich jetzt bin und ich bin noch lange nicht am Endziel, wenn ich mir nicht von anderen Menschen die Hilfe eingeholt hätte und gesagt hätte und mir auch eingestanden hätte, ich habe keinen Plan. So, das ist was auch oft schwierig ist. Ich kenne das selber teilweise. Im Moment, also mittlerweile ist das nicht mehr so, aber gerade so als in so einer Phase, wo man so angefangen hat, sich mit Themen zu beschäftigen, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so mal die ersten Persönlichkeitsentwicklungsbücher, dann denkt man plötzlich, man hat so die Weisheit mit Löffeln gegessen und denkt halt so, boah, die Sachen, die kennt bestimmt niemand, ja, also
typischen Floskeln. Aber irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich habe einfach gar keine Ahnung in verschiedenen Bereichen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin der größte Dulli im Bereich Gesundheit, im Bereich Business. Und das ist halt so ein völliges Ego-Ablehnen. Und dann kannst du auch, sage ich mal, durch Coachings erst richtige Resultate erreichen, weil du völlig offen der Person gegenüber einfach zuhörst und es versuchst, in dein Leben zu implementieren, anstatt dann dieses, soll man sagen, skeptische, ne? Das ist ja auch wie, es ist ja eigentlich, selbst wenn du kein aktives Coaching nimmst, wenn dir ein guter Freund einen Ratschlag gibt, sind viele Menschen halt so, ja, okay, nämlich habe ich gehört, aber okay. Aber es ist eine viel bessere Einstellung, wenn du halt immer mit dem Gedanken dahin gehst, gerade in Bereichen, wo es noch nicht so gut läuft, ja, und da haben wir alle unsere Bereiche, einfach das Mindset zu haben, ich habe keine Ahnung und jeder, der ein bisschen mehr Ahnung hat, der kann mir helfen. Und ob ich da damit dann was anfange, ist eine andere Sache. Und da kommt man extrem schnell voran. Ja, wenn man da nicht dieses Ego hat, zu sagen, oh ja, ich habe das jetzt schon so und so gemacht oder was will der mir erzählen? Das ist eigentlich das Schöne, das tut manchmal weh. Also in manchen Bereichen merke ich selber auch, dass es manchmal hart, ne, zu merken, okay, das habe ich falsch gedacht, während ein, zwei Jahren vielleicht. Ne? Und sich dann selber, im Endeffekt ärgert man sich dann über sich selber. Ne? Aber es hilft dann, sich extrem schnell auch zu entwickeln, finde ich. Ja, du hast gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, und zwar Ego. Ich kann mich ja davon selber auch nicht freimachen. Ne? Mittlerweile, so im Alter, wird das ruhiger. Weil da akzeptierst du mehr und mehr deine Lücken, die du hast, und versuchst sie halt nicht irgendwie vermeintlich zu kaschieren. Mhm. Ne? So, und irgendwie zu suggerieren, du kannst etwas. Wenn ich etwas nicht kann, dann benenne ich das auch wirklich ganz klar. Aber dieses Ego erstmal rauszunehmen aus der Gleichung, das ist die erste Hürde, die du, glaube ich, nehmen solltest, wenn du dich dafür entscheidest, dich von einem anderen sozusagen halt aufschlauen zu lassen. Weil die andere Person kann das ja schon, was du machen möchtest. Mhm. Oder kann dir zumindest halt durch Fragetechniken den Weg dahin erleichtern, um für dich Klarheit zu kriegen. Weil das Problem, was, glaube ich, viele einfach haben, ist, denen fehlt die Klarheit. Ja, es gibt einfach zu viele Optionen da draußen, zu viele Leute, denen du folgst, erzählen irgendwelche Dinge und sei es halt nur um Nuancen. Das führt halt dazu, dass du selbst unsicher wirst und Entscheidungen einfach nicht triffst. Und das, was du vermeintlich dort wahrgenommen hast, aufgenommen hast, Wahrnehmungspsychologie, ne, was bleibt davon hängen, was du überhaupt liest, ja, und dieses Halbwissen trägst du weiter. Und das, wenn du das Ego aus der Gleichung halt nicht rausnimmst und das immer wieder matchst, ob dein Coach das auch weiß, ob der nicht doch irgendwie Mist erzählt und so weiter, dann kannst du dich nicht weiterentwickeln. Da erfordert sozusagen dieser Prozess des sich coachen Lassens auch, dass du ein Stück weit, sagen wir mal, deine Seele öffnest und den auch ranlässt. Ja. Nur dann ist in meiner Erfahrung, kannst du auch umsetzen. Ja. Ja, der Punkt zum Beispiel, der mir mittlerweile jetzt auch klar geworden ist, weil ich so viel gemacht habe, dass es für mich dann schon zum Beispiel fast zu viel wurde. Mhm. Ja, und da hat ein Coach zu mir gesagt, eine krasse Geschichte, ich dachte irgendwie, was will der denn jetzt von mir, aber Ego raus, mal nicht bewerten, sondern einfach mal probieren, einfach mal machen. Und der Tipp war, folge doch mal nicht so vielen. Folge doch jetzt mal mir bitte exklusiv und setz nur meine Sachen die nächsten Wochen um. Und dann guckst du, wie du dich fühlst. Mhm. Und er hatte recht einfach. Ne? Wenn du zu viele Sachen, zu viele Inputs von zu vielen Seiten bekommst, der alles sehr, sehr wertig ist, dann macht dich das irgendwann irre. Also musste ich reduzieren, habe mich jetzt ganz bewusst für einen Weg entschieden. Du kennst den Weg. Ne? Und ich ziehe das einfach durch. Ich ziehe das jetzt einfach durch und fühle mich damit super wohl, weil einfach dieser ganze Gehirngulasch mal beiseite ist und der Fokus wirklich wieder komplett auf diesen Umsetzungsthemen liegt. Gehirngulasch. Ja, das beschreibt es tatsächlich gut. Ich höre das selbst sehr oft von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich habe eine Kundin, ich habe mit ihr so gelacht, weil das ist auch so auf eine lustige Art und Weise, hat sie das rübergebracht. Die ist halt auch gefühlt, hat sie so 30, 40 Leuten gefolgt. Die Qualität der Leute war auch gar nicht schlecht, ne? Aber dann hat sie dieses Mindset, ich darf kein Livestream von dem verpassen. Und es waren so viele Meinungen. Und das Spannende beim Aktienmarkt ist ja so, es gibt Trader, es gibt Swing Trader, es gibt die Strategie haben. Und wenn du am Anfang bist und selber noch gar nicht weißt, was ist denn mein Fundament, was will ich denn, dann nimmst du dir von überall, von allen Sorten, von allen Strategien ein bisschen was raus, versuchst dir irgendwas zusammenzuwursteln und bist irgendwo völlig verwirrt, bist völlig blockiert, ja, und kommst einfach nicht voran, weil du halt denkst, ja, aber der eine hat jetzt das gesagt, jetzt sagt der wieder, die Aktie ist doch nicht gut, wie soll ich jetzt machen? Ja,
Wenn ich dir jetzt folge, denke ich, aha, kaufen ohne Eigenkapital ist doch nicht. Der Maurice sagt dies. Was soll ich jetzt glauben? Weißt du, was ich meine? Das heißt, man muss sich halt selber auch erstmal ein gewisses Fundament aufbauen. Das entsteht auch in einem guten Coaching, dass man halt selber auch mal weiß, was will man überhaupt. Ne? Das ist, glaube ich, auch richtig wichtig. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und das kann dir wirklich nur jemand sagen, wo du da halt auch wirklich dich dafür entscheidest, der Menschen zuzuhören. Ne? Weil perfekte Situation. Ich hatte auch gerade dasselbe Beispiel im Kopf. Ne? Wenn sich jemand wie Maurice hinstellt und sagt, 110% sind für mich ein gangbares Mittel, dann kommt jemand möglicherweise auf die Idee, ja, ich habe mein Studium abgeschlossen, habe meinen ersten mies bezahlten Job mit 2,5-3 netto bekommen. Wer weiß, schon ganz, ne? Also schon, ne, 2,5. und will jetzt unbedingt meine erste Immobilie mit ohne Eigenkapital kaufen, weil ich habe das bei Maurice gehört. Mhm. Da fragt die Person möglicherweise doch gar nicht, wie sieht denn Maurice' Situation aus? Was hat denn der für Einkommen? Bei Maurice bin ich mir sehr sicher, der kann noch 5 Mehrfamilienhäuser ohne Eigenkapital kaufen, vielleicht sogar 10, weil einfach seine Bonitätssituation eine völlig andere ist als jemand, der gerade mit einem Bankkonto relativ kurz vor knapp und 2,5 netto da unterwegs ist. Dem würde ich niemals so eine Empfehlung geben. Aber genau dafür sind ja sozusagen die Coachings dann da, dass sie sich deine Situation angucken, ja, und das zum Beispiel bewerten, Stichwort Bonität, und halt sagen, lass das mal lieber noch. Ne? Spar mal lieber noch ein bisschen, schaff dir mal lieber ein bisschen Eigenkapital noch an. Und dein erstes Investment sollte in dich selbst sein, weil da lernst du, wie du Eigenkapital aufbaust. Ja. Ne? Und das ist halt der Punkt einfach. Ne? Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass du für dich die Entscheidung triffst, offen dafür zu sein. Und das kannst du bei dem ganzen Information Overload da draußen schon fast gar nicht mehr garantieren. Das ist, glaube ich, für jeden, der sich weiterbilden will, eine extreme Herausforderung, danken zu können. Deswegen, ich höre praktisch nur noch auf Empfehlungen. Du kannst mir heute kein Coaching mehr verkaufen, ohne dass es wirklich eine echte Empfehlung ist von einer Person, die ich kenne und der ich vertraue. Anders geht es bei mir gar nicht mehr. Ich gucke mir die Sachen gar nicht mehr an. Ja, stimmt. Ja, ist auch logisch, ne? Weil irgendwann hast du dann auch ein Netzwerk, dann brauchst du nur zu fragen, kennst du da jemanden? Und dann wird das auch immer einfacher. Ich habe noch einen letzten Punkt, ich weiß nicht, wie du den siehst. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die haben, ich glaube, das Coaching an sich ist gar nicht das Problem. Ich glaube, es gibt sogar Leute, die gerade zuschauen, die vielleicht schon mal überlegt haben, ne, sich zum Beispiel bei mir zu melden oder beim Fitness und ne, irgendwo, wo sie wissen, ich investiere vielleicht auf Bauchgefühl, ich bin vielleicht ein bisschen mit meiner Figur nicht zufrieden und so weiter und so fort, aber selber sich das nicht trauen, wirklich in diesen Prozess zu gehen, weil sie wissen, okay, wir wissen alle, Coachings, ja, ich sag mal, fangen alle irgendwo im anfänglichen vierstelligen geht bis fünfstelligen Bereich an. Und die wissen, wenn ich das jetzt ausgebe, dann muss ich das jetzt durchziehen. Dann gibt es kein Zurück mehr. Ja? Dann muss ich wirklich sagen, jetzt gebe ich da Gas und jetzt ist es ernst. Und ich glaube, dass viele Leute da Probleme mit sich selbst haben, weil sie selber nicht an sich glauben, weil sie selber vielleicht einen Einwand haben und sagen, naja, vielleicht lohnt sich das für mich nicht, weil sie vielleicht in der Vergangenheit mal Sachen angefangen haben und nicht zu Ende gemacht haben zum Beispiel. Ja. Das ist ein richtig guter Punkt, weil ich glaube, dass so ein Coaching echt wehtun muss. Ja. Also gerade preislich. Mhm. Ja, das musst du auf dem Konto sehen und dann muss es echt schmerzen, dass du tatsächlich umsetzt. Weil ist das zu billig? Sagen wir mal so ein 400-500 Euro Videotraining. Ne? Vor ein paar Jahren dachte ich mir, ei, das ist aber echt ganz schön viel Geld. Ne? War auch viel Geld. Und ich habe es dann durchgezogen. Ne? So mittlerweile. Hört sich vielleicht auch ein bisschen an, aber mittlerweile, wenn mir jemand irgendwie ein 600-700 Euro Videotraining verkauft, dann stelle ich erstmal pauschal die Qualifikation der Person in Frage, weil ich mir denke, warum ist das so günstig, wenn das doch aber doch so ein heißer Scheiß ist, ne? Und da beginnt dann so eine Abwärtsspirale in meinem Kopf, wo ich mir denke, nee, das ist gut und günstig, habe ich aktuell so ein bisschen Bauchschmerzen, gerade weil ich auch weiß, was ich selber für ein Commitment eingehe, um die Dinge umzusetzen. Mhm. Ja, und sollte ich mal in dem Bereich was anbieten, dann ist es mir so wichtig, dass die Person auch leistet, dass das Commitment, was die Person an mich gibt in Form dieser Zahlung und das Commitment, was die Person von mir bekommt, das muss sich decken. Weil, und das ist ja auch Teil der Wahrheit, wenn du von einem sehr erfolgreichen Menschen lernen willst, konkurrierst du immer mit drei Parametern bei der Person. Das eine ist mit der Familie, das andere ist mit dem eigenen Geschäft
und halt mit der eigenen Freizeit. Und warum sollte eine Person, die extrem erfolgreich ist und oder beziehungsweise schon da ist, wo du mal hin willst, warum sollte sie dir ihre Zeit schenken? Es sei denn, sie hat entweder einen extremen Mehrwert von dir oder du bezahlst sie dafür und wirst damit Teil des Geschäfts. Ja, also ich kriege jede Woche mindestens 3-4 Anfragen, so nach dem Motto, kannst du mal über mein Projekt schauen? Und den Personen ist gar nicht klar, dass wenn ich über deren Projekt schaue, ich die Zeit nicht mehr habe für mein eigenes Projekt. Also warum soll ich das tun? Hört sich vielleicht ein bisschen, ich weiß, ein bisschen arrogant an, aber ich muss diese Grenze wirklich ganz sauber ziehen mittlerweile. Natürlich. Weil das muss rein in die Köpfe einfach, ne? Das ist Wert, den die bekommen. Die Zeit ist das Wichtigste überhaupt. Ja. Und das muss man letztendlich irgendwo dann mit dem Gegenwert versehen. Ne? Wenn mir jemand mehr Familienhaus anschleppt, ja wunderbar, kriegt er meine Zeit, ganz klar. Ja, muss man die Grenzen ziehen, ne? Gerade auf Social Media. Ich meine, du bringst ja auch hervorragenden kostenlosen Content raus. Ja? Und ich glaube, bei meinem Content kommt man auch schwierig hinterher, wenn man noch einen normalen Job hat. Also es kommen jede Woche so viele kostenlose Sachen. Und wenn man dann noch erwartet, ja, dass ich auch noch, wenn es mal wirklich um die Sache geht, von A nach B zu kommen, auch noch sage, ja, das mache ich auch noch kostenlos, das funktioniert so nicht. Ne? Also das ist auch ganz normal, dass wenn du in ein Geschäft gehst, deine Brötchen holst oder dir ein Handy kaufst, in den Urlaub fährst, da sagst du auch nicht, könnte ich da mal vielleicht, keine Ahnung, das einfach mal so machen. Und da muss man halt auch gucken. Ne? Also ich antworte auch auf jede Nachricht, aber wenn es dann wie bei dir ist, gefühlt, können wir nicht mal vielleicht zusammen eine Immobilie kaufen. Können wir, aber da muss der Austausch irgendwo auch fair sein. Und ich glaube, das ist, also ich habe bisher extrem gute Erfahrungen gemacht in Coachings, weil wenn man die richtigen Menschen aussucht, dann merkt man auch, die sind einfach gewollt, dir zu helfen, ja, und geben dir deine Energie. Und wenn du dann umsetzt und wenn du deinen Teil zu beiträgst, dann, also es ist schwierig, kein Ergebnis an, also es ist schwierig. Man muss schon sagen, nö, ich mache jetzt gar nichts, ja, um dann keine Ergebnisse zu erzielen, meiner Meinung nach. Es sei denn, das hatte ich auch noch aufgeschrieben, das ist, glaube ich, auch ein Thema. Es gibt teilweise einfach falsche Vorstellungen durch falsche Versprechungen, die im Marketing gemacht werden von manchen Leuten. Heißt also, wie du innerhalb von 4 Wochen durch dein Aktienportfolio deinen Job schmeißen kann. Also das ist jetzt sehr plakativ gesagt, aber Sachen, wo Leute, ich glaube, heutzutage auch mehr und mehr aufpassen, aber wo immer noch viele, vielleicht auch jüngere Leute reinfallen, wo es darum geht, sehr schnell irgendwas Unrealistisches zu erreichen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, muss man ein bisschen drüber nachdenken, ja, wie und was da versprochen wird im Endeffekt. Da sind wir wieder beim Thema Transparenz. Das kannst du dir angucken. Ne? Du kannst dir angucken, hat die Person das selbst erreicht? Immobilien, klassisches Beispiel. Mhm. Wie du ohne Eigenkapital dir ein passives Einkommen von 4.000, 5.000 Euro monatlich aufbaust mit meiner Strategie. Da sind so viele Trigger drin, wo man sich angucken kann. Hat die Person selbst 5.000 passiv? Mhm. Da geht es schon mal los. Passiv. Wie passiv ist es denn? Das kann man sich ja alles angucken. Ne? Und dann sozusagen entscheiden. Aber Marketing ist an der Stelle ja sehr verführerisch auch, weil durch die digitalen Möglichkeiten sieht das ja alles sehr cool aus. Jeder kann mittlerweile mit einem Smartphone coole Videos machen, ne, und darüber die Authentizität herstellen. Also ich würde auch niemandem empfehlen, wirklich sofort auf den Schlag da reinzusteigen, sondern echt die Person sich mal eine ganze Weile anzugucken, um dann zu schauen, geht der Content mir rein, ja? Und dann wirklich, das ist, glaube ich, doch nochmal ein wichtiger Gedanke, das Geld, was die Menschen halt für so ein Coaching zum Beispiel bei dir investieren, sorgt ja dafür, dass sie in der Zukunft ihre Zeit schützen. Und das haben viele gar nicht auf der Kette. Ja? Unsere Lebensspanne ist einfach mal, ich wollte gerade fluchen, mache ich nicht, endlich. Ja. Ist einfach mal endlich. So. Und wenn du durch Coaching die Qualitätszeit verlängert bekommst, dadurch, dass du einmal Geld und Zeit investiert hast, um die Zeit in der Zukunft nicht mehr tauschen zu müssen in diese Geschichte, weil das Thema mal geklärt ist, dann gewinnst du Lebensqualität. Und das checken viele nicht. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich dann einfach so diese rein monetäre Diskussion erlebe. Dann denke ich mir, Junge, das ist halt wirklich am falschen Ende, wo du guckst. Ja? Mindset, Mindset, Mindset. Ne? Also dann mach's nicht. Ja? Also dann lass dich nicht coachen. Durchsuche YouTube und kauf dir Bücher und so weiter. Ne, alles okay, aber wisse immer, dass du gerade wirklich Lebenszeit investierst. Das Kostbarste, was du hast, und kein Coaching der Welt ist so kostbar wie deine Lebenszeit. Ja,
Ja, absolut. Und das Schlimme ist, beim Thema Geld, ja, sagen viel mehr Menschen, wow, nee, das ist mir zu teuer, das mache ich nicht. Aber beim Thema Zeit hört man sehr, sehr selten, dass Leute sagen, nee, nee, also da würde ich meine Zeit verschwenden, das ist mir zu teuer von der Zeit her, weil man diesen Überflussgedanken bei der Zeit hat, ja. Aber beim Geld ein Mangeldenken hat, obwohl es genau umgekehrt ist. Das ist eigentlich so, dass die Quintessenz. Ja, und man merkt es halt immer selber. Also ich habe noch mit letztens mit meiner Schwester darüber gesprochen. Als Kind oder auch selbst noch als Jugendlicher denkt man halt manchmal oft, die Zeit ist vergänglich. Aber wenn man dann mal selbst irgendwie einen Schicksalsschlag hat oder mal jemand aus der Familie stirbt, dann merkt man so, okay, krass. Ja, also im Alltag denkt man ja nicht so permanent daran, so hey. Aber wenn man sich das klar macht, das hat ja auch Steve Jobs mal gesagt, ne, wenn du kannst ja auch, indem du dir halt vorstellst, hey, meine Zeit ist begrenzt, kannst dich halt extrem motivieren. Ja, du bist ja auch so ein gut gelaunter Mensch. Der Ronald war übrigens letztens schlecht gelaunt. Er hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Er hat sich angehört, wie jemand, soll man sagen, der gerade einen ganz angenehmen Tag hat. Also, Ja, der. das kommt nicht in Frage. Kommt nicht in Frage, so einen Tag einfach nicht zu genießen, selbst wenn er echt abartig war. Weil das ist mein Tag. Warum soll ich mir den versauen lassen? Ja, das Das ist stimmt. halt. Richtig cool. Mega, nee, also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, vielleicht hast du ja noch ein paar abschließende Worte vor dem Podcast hier beenden. Auf jeden Fall danke für deine Zeit, für deine Perspektive und Bühne frei für die letzten Sehr, Worte. sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr gerne. Ich muss sagen, also den Austausch mit dir, den genieße ich jedes Mal. Und vom Energielevel haben wir jetzt hier, dadurch, dass das jetzt auch festgehalten wird in Form eines Videos hier, ein bisschen runtergefahren. Normalerweise hauen wir uns die Dinge einfach nur um die Ohren. Das sind immer Nuggets, ja. Und der abschließende Satz, glaube ich, den jeder sich hinter die Löffel schreiben sollte, ist halt einfach ein Zitat von Ralph Waldo Emerson, heißt er, glaube ich. Und zwar: Jeder Mensch ist mir in irgendeiner Form bei irgendetwas überlegen und ich kann von ihm lernen. Und ich glaube, das sollte man sich immer bewusst machen, egal auf welcher Stufe man steht, ja, dass es immer Leute gibt, von denen man lernen kann. Und wenn man dann wirklich die gefunden hat, wo man wirklich merkt, es zündet richtig, dann ist mein Appell, steigt voll rein und bringt einfach eure Skills auf den nächsten Level. Nehmt ein bisschen Kohle in die Hand, es lohnt sich in der Regel immer. Mega. Mein Lieber, alles gut und vielen Dank für deine Zeit.